herzlich willkommen hier zurück in War Thunder. Mein Name ist Administrator und ich begrüße euch auf dem Kanal Team Administrator. Wir starten sofort los, denn ich habe eine klitzekleine Änderung. Ich habe mir überlegt, die Videos jetzt sehr, sehr kurz zu machen. So maximal 10 Minuten. Gehört, das soll ein bisschen ansprechender sein, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Denn es wäre quasi nur eine Schlacht pro Folge. Eine Schlacht pro Folge und ja, mit Anmoderation und Abmoderation, das alles in 10 Minuten. Es ist halt, weil die Leute sich, weil mir der Tipp gegeben wurde, dass sich Leute halt nicht so lange konzentrieren können. Obwohl ich finde, gut 20 Minuten. Wenn jetzt jemand mit einem 20 Minuten Let's Play kommt, dann denke ich mir, okay, ja, 20 Minuten, was ist daran so schlimm? Aber 10 Minuten? In so einem Let's Play wie War Thunder oder World of Warships kann man da auch nicht mit reinnehmen. Da braucht ich dachte auch mindestens 20 Minuten. Das ist hier nochmal was anderes. Gerade in so großen Spielen, beispielsweise Space Engineers, was willst du denn da in 10 Minuten schaffen? Da kannst du höchstens eine Wand setzen, dann bist du fertig mit Anmoderation und Abmoderation und dem Intro. Ja, da ist man wirklich nach 10 Minuten ist man da fertig. Also mit einer Wand. Wenn man es halt richtig bauen will, sagen wir es einfach so, wenn man es richtig bauen möchte, dann sind 10 Minuten ganz sicher nicht ausreichend. Das ist einfach zu wenig. Oh mein Gott. Ey. Chill. Verdammte Flaggeschütze. Verdammt, die Waffe klemmt. Oh mein Gott. Ich will nach Hause. Hilfe. Warum kommt denn hier keine Verstärkung? Scheiße, ich werde ja komplett auseinandergenommen von Fahrzeugen. Oh mein Gott, ich werde von Fahrzeugen auseinandergenommen. Ist echt das zu glauben? Ja, wie heftig wurden die bitte schon gestaltet? Also, irgendwie, ich glaube, der Propeller dreht sich nicht. Ich habe hier auch nirgendwo einen Platz zum Landen, das ist auch wieder so ein Problem. Das sind hier, bleibt doch mal. Jeder muss doch mal eine E-Mail hinschreiben. Also die Flakgeschütze sind einfach viel zu stark. Ich meine, die hauen ja quasi mein Flugzeug runter. Ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Das alleine durch die Flakgeschütze. Ich finde das einfach zu heftig. Sorry, Leute, aber es ist einfach so. Ich meine, das sind Flakgeschütze. Früher haben die nicht einen Krümelschaden gemacht. Und jetzt hauen die einen da vom Himmel. Und das finde ich ein bisschen zu heftig. Das finde ich wirklich zu heftig. Der war gar nicht in meiner Nähe, dass ich jetzt einen Kill geklaut hat. Werden sie auch mal begraben. Duisburg? Essen? Bochum? Lull. Hier irgendwo war ich mal. Schön. Es ist äußerst interessant. Und es gibt mal ein bisschen Gas, Luise. Wir wollen rechtzeitig essen. Hier kommt Deutsche! Hier kommen sie Deutsche. Digga, erstmal Kill klauen, Alter. Digga, geh dich begraben, Junge, ganz ehrlich. Geh dich. Er soll sich einfach begraben gehen. Die klaut doch nicht einfach mal so einen Kill, Alter. Was ist denn für eine Arschsteigenkurs? Was ist das? Trotzdem, man geht keinen Kill klauen. Das ist voll. Was ist hier? Hier muss gelernt sein, du Sonderschüler.
Spielen muss gelernt sein, ganz einfach. Digi, ist das dein scheiß Ernst, Alter? Kann ich hier Fahrwerk ausfahren? Aus Gefahren? Leute, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Jetzt kaum sage ich, dass ich diese 10-Minuten-Sache mache. 10-Minuten-Videos funktioniert gar nichts mehr. Alles. Wenn ich eh nicht mehr. Ich meine, ich kann eigentlich so. Kann ich die eigentlich reparieren? Bei dem Panzer kann man ja auch reparieren. So ist es ja nicht, ne? So, meine Damen und Herren, landet man ein Flugzeug. Im Optimalfall. Wieso kann ich denn nicht reparieren? Ich muss doch eigentlich in der Lage sein zu reparieren. Warum geht denn das nicht? Kann es irgendwie sein, dass sie damals mit den Panzern angefangen haben? Damals und nicht mit den Flugzeugen? Ich finde, das ist ein Nachteil gegenüber den Panzern, ne? Dass man nicht reparieren kann. Und das ist doch gerade das, was wichtig ist, dass man eben reparieren kann. Also meine ich zumindest, da gehen die Meinungen wieder auseinander, aber wir leben einfach mal damit. Da gehen die Meinungen doch schon auseinander, aber ich finde halt trotzdem, dass es halt ziemlich ein Nachteil ist gegenüber dem Panzer, dass man dann nicht reparieren kann. Bin ich schon ein bisschen scheiße. Ich bin der Einzige, der momentan Bomben hat. Leute, haltet die doch auf. Wo fliegt ihr denn alle hin? Das bringt doch gar nichts. Macht doch erstmal die feindlichen Flugzeuge tot. Legt die um. Das bringt doch keinem was. Wenn sich jetzt alle auf die Fahrzeuge stürzen, das bringt doch keinem was. Dreh dich, verdammt. Verdammt, ich bin nicht schnell genug. Komm, Alter, ehrlich. Geht euch doch einfach begraben, ehrlich. Alter, was ist das denn hier? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die 10 Minuten schon um sind. Es ist so kurz. Aber wir versuchen es einfach mal. Also ein War Thunder erstmal. Mal gucken, wie das ankommt. Ich weiß es ja nicht. Deswegen gucken wir ja auch. So, meine Lieben. Dann war es das mit der Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Bitte das Bewerten nicht vergessen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten 10-Minuten-Folge. Ich hoffe mal, euch reicht das. Mir wurde es, wie gesagt, nur empfohlen. Ich probiere es einfach mal aus. Und wir gucken, wie es ankommt, ne? Bis dann und ciao, ciao.